Wer viel unterwegs ist, der kann auch viel davon haben. Stichwort Punkte sammeln. Ganz egal, ob das nun das Bonusprogramm der Bahn ist oder Miles & More oder Payback. Es gibt so viele Anbieter, die so viel zu bieten haben. Welche das sind, das stelle ich euch heute in meinem Video vor. Und bevor ich es vergesse, mein Name ist Sebastian. Wusstet ihr, dass jeder dritte Deutsche Bonuspunkte sammelt? Ich sage euch jetzt mal, welche Bonusprogramme sich wirklich lohnen. Miles & More, das ist Europas größtes Vielflieger- und Bonusprogramm und ist, ganz anders als man es vielleicht im ersten Moment vermutet, nicht nur auf das Fliegen reduziert. Ihr sammelt nämlich auch, wenn ihr ein Auto bucht, wenn ihr auf einem Hotelzimmer eincheckt oder wenn ihr online shoppt. Einlösen könnt ihr die Punkte dann zum Beispiel für Upgrades auf euren Geschäftsreisen. Das Bahn-Bonusprogramm lohnt sich nicht nur für Vielfahrer. Und ich spreche da aus Erfahrung, denn ich nutze es wirklich viel und auch gerne. Schon ab wenigen Punkten bekommt ihr ein Upgrade in die erste Klasse oder einen Mietwagen zu einem deutlich günstigeren Preis. Übrigens, eine Freifahrt in der zweiten Klasse gibt es schon ab 1000 Punkten. Beim Boomerang Club vom Eurowings sammelt ihr Meilen auf jedem Eurowings-Flug, den ihr unternehmt. Oder bei teilnehmenden Partnern wie zum Beispiel HRS. Die gesammelten Punkte könnt ihr dann beispielsweise für einen Premium-Flug mit Eurowings wieder einlösen. Je mehr Punkte, desto mehr Benefits für euch. Newsletter abonnieren lohnt sich immer und auf Aktionen achten sowieso. Ich zum Beispiel bekomme ganz viele Aktionen von der Bahn zugeschickt. Das Bahn-Bonusprogramm liefert mir da jede Menge Möglichkeiten. Ein Upgrade in die erste Klasse oder ein Fahrgast kostenlos mitnehmen oder. Auch nicht schlecht sind die Kreditkarten. Je mehr ihr zahlt, desto mehr Punkte könnt ihr sammeln, desto mehr Prämien könnt ihr einlösen. Habt ihr schon mal was von Meilenpooling gehört? Ist eine ganz interessante Geschichte, denn hier verschmelzen mehrere Accounts ineinander. Ihr könnt also mit Familienangehörigen, Freunden oder Partnern deutlich mehr Punkte sammeln und dementsprechend auch mehr einlösen. Das Ganze funktioniert hier und da übrigens auch mit Geschäftsmeilen. Das bedeutet, je mehr ihr reist, desto mehr könnt ihr privat einlösen. Ganz egal, ob Lufthansa, Eurowings oder British Airways, Meilensammeln lohnt sich natürlich dann am meisten, wenn ihr immer auf die gleiche Fluglinie zurückgreift. Und wenn ihr eine Strecke besonders oft fliegt, dann freut sich euer Bonuspunktekonto erst recht. Selbstverständlich gibt es noch viele andere Bonusprogramme, wo ihr eure Bonuspunkte sammeln und später dann auch einlösen könnt, wie zum Beispiel Payback. Ganz interessant ist das zum Beispiel für Leute, die geschäftlich viel mit dem Auto unterwegs sind, denn die meisten Tankstellen nehmen an diesem Bonusprogramm teil. Oder aber auch Hotels wie zum Beispiel das Best Western. Die gesammelten Punkte könnt ihr dann natürlich wieder gegen großartige Prämien eintauschen. Selbstverständlich könnt ihr direkt bei der Hotelbuchung schon sammeln. Bei MyHRS beispielsweise habt ihr dann noch die Möglichkeit zu entscheiden, kommen meine gesammelten Punkte jetzt in den My Boomerang Club, beim Bahn-Bonussystem oder bei Miles & More unter. Noch mehr Informationen zu unserem Bonusprogramm findet ihr auf unserem Blog, der heißt HRS unterwegs, und finden könnt ihr ihn, indem ihr unten auf den Link klickt. So, das waren jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie und wo man Bonuspunkte sammeln und sie dann auch einlösen kann. Meine Frage an euch ist jetzt, habt ihr noch Tipps und Tricks für mich? Das wäre dann sozusagen der Bonustrick.